umbringen wollen. Er hatte 11 Brüder, genau, 11 waren es. Und als die Brüder mit den Schafen unterwegs waren, er sollte ihnen nachgehen, hat der Papa gesagt, geh mal und ihnen was auszurichten oder so. Dann waren sie auch nicht da, wo sie sein sollten, sondern waren selbstsüchtig, sind in die Stadt gegangen, haben sich vergnügt und sich nicht um ihre Arbeit gekümmert, wie sie hätten tun sollen. Und naja, als dann der Josef kam, auch wieder mit seinem Rock schon, da haben sie schon irgendwie, ja, der mit dem, ne, also waren sie neidisch. Und haben wir auch immer wieder gepredigt, Neid ist eigentlich auch nichts Gutes von Gott, weil wir sind alle in derselben Familie. Und wenn einer gesegnet ist, dann freuen wir uns, weil allen der Segen gehört. Und auch die Liebe, die achtet den anderen höher, die Liebe gibt auch lieber, als dass sie empfängt. So freut sich die Liebe eigentlich für den anderen, wenn jemand was bekommt. Und ja, und dann war es eben so, dass der Josef, den haben sie dann in eine Grube geschmissen. Während er in der Grube da drin war, haben sie erst einmal gegessen, haben sie gefäspert. Während er da drin saß und im Loch, und sie wollten ihn töten. Und das ist auch sehr interessant, weil Jesus hat gesagt, wer seinen Bruder hasst, das ist ein Mörder. Und wir finden in der Bibel eben dreimal, haben sie hassten ihn, dann hassten sie ihn noch mehr und noch mehr. Und aus Hass wird Mord, in dem Fall. Und ja, sie hätten jetzt kein Problem gehabt. Sein einer Bruder, das war der Ruben, der war, wie soll ich sagen, der hatte ein gutes Herz, er war nur labil, also er ist immer ein bisschen hin und her geschwankt. Und er hat auch gesagt, hey, lasst uns ihn nicht töten, sondern nur haben sie eine gute Idee gehabt, ach, verkauft man ihn doch. Und überall findet man immer wieder, aber der Herr war mit ihm. Und vielleicht bist du in Situationen oder in einer Situation, wo du vielleicht denkst, oh, keiner mag mich, mal alle sind gegen mich oder ich sitze in einem Loch. Oder alle haben mich verkauft oder belogen oder irgendwie so. Aber egal was, eins kannst du dir sicher sein, wenn du an Gott Vater glaubst und Jesus als deinen Herrn angenommen hast, dann ist einer mit dir und einer für dich. Und er wird immer bei dir bleiben und immer bei dir sein, weil er wohnt in dir und er lässt dich nicht allein. Egal, in welcher Grube du bist. Und ich sage das immer so schön, Christsein heißt nicht am Strand liegen und nur Cocktails trinken. Das sehen wir auch am Leben von Paulus. Das Leben von Paulus, der wurde gesteinigt, der hatte Schiffbruch, der war im Gefängnis und alles Mögliche. Aber er sagt selber, aber aus allem, sag mal aus allem hat mich immer der Herr errettet. Und er wird es weiterhin tun. Und das ist das Gute, weil die Bibel verspricht uns, egal was mit uns gerade ist, aber er wird uns immer im Triumphzug herausführen. Halleluja. Und wenn wir da in irgendeinem Gefängnis sitzen oder in einem Loch oder in einem Problem, Krankheit, was auch immer, eins braucht er, Vertrauen. Wenn wir ihm vertrauen, und das verspreche ich euch, dann wird er dich nie im Stich lassen, niemals, egal in welcher Grube du bist. Und das war das Schöne, es heißt beim Josef, und der Herr war mit ihm. Der Herr war mit ihm. Und jetzt ist der Herr nicht im, das ist ja Altes Testament, jetzt ist er in dir. Jetzt ist er in dir. Er ist immer mit dir, egal wohin du gehst. Und dieses Bewusstsein, dieses Gottbewusstsein, das brauchst du. Weil wenn du weißt, er geht mit mir überall hin. Wo ich hingehe, da ist Gott. Und wenn du schon vom Natürlichen, das habe ich auch schon mal gesagt, wenn du so, keine Ahnung, vielleicht berühmt bist und dann kriegst du deine Bodyguards und so, dann läufst du schon ganz anders durch die Gegend.
Aber wir haben Bodyguards. Die sehen wir vielleicht nicht, aber jeder von uns hat Engel. Die sind gesandt. Heißt für die Heiligen, dienstbare Geister, die sind für uns da. Und über solche Dinge können wir meditieren oder nachdenken, wenn das falsch klingt. Darüber können wir nachdenken. Und wenn wir immer mehr Bewusstsein darüber haben, über diese geistlichen Dinge, dass Engel mit uns sind, dass Gott mit uns ist, dann können wir, wie die Bibel eben so sagt, wenn Gott für uns ist, wer sollte gegen uns sein? Und ich meine, es ist Gott. Gott. Derjenige, der ein Wort gesprochen hat und das ganze Universum erschaffen hat. Gott, der die Menschen erschaffen hat. Von dem rede ich. Der ist für uns. Der ist nicht gegen uns. Und der sagt nicht dauernd, oh, was hat er denn heute wieder falsch gemacht oder so. Aber er erzieht uns auch. Aber er ist mit uns. Okay, auf jeden Fall war er mit Josef. Und er hat auch an seine Träume festgehalten, Josef. Der hat nicht so, ne, oh Gott, jetzt ist der Teufel hinter mir her und es ist alles vorbei und jetzt bin ich verkauft worden oder jetzt sitze ich im Loch oder so, sondern der hat nicht auf die Schlangen geschaut. Heißt auch, wir sollen nicht auf die Schlangen schauen, sondern wir sollen aufs Kreuz schauen. Wir sollen auf Jesus schauen. Wenn wir immer irgendwo schauen, was hat der Teufel heute wieder gemacht, weil das heißt nicht, dass es ihn nicht gibt, aber wir sollen auf Jesus schauen. Und auf das, was Jesus uns gesagt hat, auf die Träume, auf die Visionen, auf alles, was auf da drauf lernen wir immer mehr zu schauen. Und dann hat er das gemacht. Er wurde dann, also es wurde ja auch nicht spontan besser, im Gegenteil. Also er kam dann nach Ägypten, aber im Römerbrief heißt, alles ist wirksam für uns zum Besten. Alles dient dir zum Besten. Und bei ihm war es so, er wurde dann von dem obersten Kämmerer aufgegabelt, gekauft und der Herr war mit ihm. Er war mit ihm. Er war ein Herr, dem alles gelang und er durfte im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben. Ja, dann war er da und da fand Josef Gnade in den Augen und durfte ihn bedienen. Und er setzte ihn zum Aufseher über sein Haus und gab alles, was er hatte, in seine Hand. Wow. Also es heißt auch, die Fleißigen werden mal vor Königen sein. Steht in den Sprüchen. Und wir sollen uns allen Autoritäten unterordnen. Also in dem Fall war das dem Josef seinem Chef. Und er war erstmal Sklave, obwohl Gott mit ihm war. Und er hat nicht irgendwo so, oh, ich kenne meine Rechte und das und jenes und so weiter. Sondern er hat sich untergeordnet und durfte ihn bedienen. Und es war Gnade in den Augen des Herrn. Wow. Und dann hat er seinen Job so gut gemacht und dann ging es weiter. Er durfte über das ganze Haus, wurde er Aufseher, über alles, was er hat. Und der Potiphar, der hat sich um gar nichts mehr kümmern müssen, außer um das Brot, heißt. Der hat ihm so sehr vertraut, er hat gewusst, okay, ich hock mich dahin, esse mal Brot und liege am Strand und trinke Cocktails oder so. Und der kümmert sich, der kann ihn mich einwandfrei verlassen. Aber das Hammer ist, dass Gott nach Leuten sucht, auf die er sich verlassen kann. Und er sagt eben auch, ordnet euch Autoritäten unter. Sie sind eingesetzt, die Guten und auch die Verkehrten, die sind eingesetzt. Und wenn ihr euch nicht fürchten mögt, heißt im Römerbrief, dann tut das Gute. Und die sind eingesetzt zu unserer Erziehung.
Heutzutage ist es oft so, ne, irgendwo, da wird den Kindern schon beigebracht, wie sie, ne, also manche wissen dann auch ihre Kinderrecht, ist schon auch okay, wenn Kinder mal misshandelt werden und so weiter, ne, aber manchmal haben Eltern irgendwo gar keine Rechte mehr, so, sondern die Kinder erziehen dann die Eltern. Und wenn du als Kind, als Elternteil dann mal die Stimme erhebst, dann kommt das Jugendamt oder so. Das ist Rebellion. Und ich kenne viele Leute, die wurden erzogen von ihren Eltern. Und es sind heute voll tolle Menschen. Weil Erziehung tut uns Not, das ist wichtig. Das ist auch wichtig, heißt auch an älteren Menschen, fahre nicht hart an, in der U-Bahn aufzustehen und solche Dinge, das sind Werte, die immer mehr verloren gehen in der Welt. Aber Gott hat es, das sind göttliche Ordnungen. Und dann, auf jeden Fall, hat er sich um gar nichts mehr gekümmert, dann kam aber, ne, in unserem Fall würde ich sagen, dann kommt der Teufel daher. Ne, dann kam die Frau von dem, die war wahrscheinlich auch schön und wollte mit ihm Sex haben. Okay, er hat sich aber nicht darauf eingelassen, er weigerte sich und so weiter. Haben wir das letzte Mal alles gehabt. Wo ich hängen geblieben bin, auch heute, er sagt dann im Vers 1. Mose 39, im Vers 9, sagt er dann, es ist niemand größer in diesem Haus als ich und es gibt nichts, das er mir vorenthalten hätte, ausgenommen dich, also die Frau von dem Kämmerer, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Also er sündigte nicht gegen seinen Chef, sondern gegen Gott. Und die Bibel sagt auch, alles was ihr tut, das tut für den Herrn und nicht für irgendwelche Menschen. Tut's für Gott, nicht für deinen Pastor, nicht für deinen Ehemann oder für wen auch immer. Und ich habe mir das auch, wenn Gott zu mir sagt, auch zum Beispiel, wie ich mit meinem Mann umgehen soll, dann muss ich nicht warten, bis mein Mann nett zu mir ist. Im Grunde ist es egal, ich habe eine Verantwortung, weil Gott mir das gesagt hat. Und was der andere macht, der muss sich selber vor Gott verantworten. Jeder muss sich verantworten. Er wusste, wenn er jetzt, war vielleicht auch eine Versuchung für den jungen Mann, das war ein junger Mann von schöner Gestalt, war unverheiratet, vielleicht hat er auch noch nie eine Frau in seinem Leben irgendwie gehabt, jetzt kommt die hübsche Frau daher und will ihn verführen. Und er sagt, nö, da lasse ich mich nicht drauf ein, weil Gott vertraut mir. Er sagt zwar, dass der Herr, also sein Chef ihn vertraut, aber im Grunde sagt er auch, Gott vertraut mir. Und wir haben ja gerade diese Serie auch über Ehre. So, und da passt es auch irgendwie schön zusammen. Wenn wir ein Ehre, ehrlich, ehrbar, dann wollen wir einfach nichts tun, was Gott auch entehrt. Und auch nicht, was uns entehrt. Und es fängt an, aber immer mehr durch die Reinigung des Wortes. Das ist nicht so, dass man jetzt irgendwie neue Gesetze und jetzt, du musst dies, du darfst das nicht und so weiter. Sondern es heißt ja in der Bibel auch, er fängt an, das Wollen zu bewirken. Und irgendwann, wenn du immer mehr das Wort hörst und hörst, dann willst du gar nicht mehr. Dann willst du einen heiligen Lebenswandel haben. Dann willst du nicht mehr, wo die Spötter und Säufer und so sind, sondern du willst auf einmal. Aber das ist eine innere Veränderung. Das sind keine Gesetze, wie man es früher, du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht, sondern es fängt an in dir, du willst gar nicht mehr. Weil du auch Gott ehrst. Und wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen?
Und das letzte Mal haben wir schon nachgelesen im Römer 13 eben, wenn wir den Autoritäten, wir sollen den Autoritäten gehorchen. Egal, ob sie verkehrt sind, ob sie richtig sind, weil dann gehorchen wir Gott. Und wir lesen mal im 4. Mose. Im 4. Mose 12, im Vers 1. Miriam aber und Aaron redeten gegen Mose wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte. Denn er hatte eine Kuschitin zur Frau genommen. War das richtig, dass er die Frau genommen hat? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Aber ob das jetzt richtig oder falsch war, das muss Gott beurteilen. Amen. Gott muss das beurteilen. Und dann heißt, und sie redeten, Miriam und Aaron redeten gegen Mose. Und Mose war ein Führer, Mose war ein Leiter. Und sie, ihnen hat was nicht gefallen, also haben sie gegen ihn geredet. Und dann heißt, und dann sagen sie, redet er nicht auch so zu uns? Und der Herr hörte es. Also die haben sich da gegen den Mose aufgelehnt. Wie gesagt, ich weiß es nicht, ob es richtig war oder ob es ein Fehler war. Aber Gott muss ihm das zeigen. Und dann sagt er, heißt, der Herr hörte es. Aber Mose war ein sehr sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Da sprach der Herr plötzlich zu Mose und zu Aaron und zu Miriam, geht ihr drei hinaus zur Stiftshütte. Und sie gingen alle drei hinaus. Da kam der Herr in der Wolkensäule herab, trat an den Eingang der Stiftshütte und er rief mir Aaron und Miriam. Und die beiden gingen voraus. Und er sprach, hört doch meine Worte. Wenn jemand unter euch ein Prophet des Herrn ist, dem will ich mich in einem Gesicht offenbaren oder ich will in einem Traum zu ihm reden. Aber nicht zu meinem Knecht Mose. Er ist treu in meinem ganzen Haus. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund, von Angesicht zu Angesicht und nicht rätselhaft und er schaut die Gestalt des Herrn. Warum habt ihr euch nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht Mose zu reden? Halleluja. Und da haben wir es ähnlich wie beim Jakob, Josef, beim Josef, da er fürchtet Gott, indem er seinem Chef fürchtet. Und da gehen sie gegen Mose, aber im Endeffekt gehen sie gegen Gott. Und da haben wir auch, das lesen wir mal im Hebräerbrief auch, im Hebräer 13. Im Vers 17, da heißt es, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen. Sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Das wäre nicht gut für euch. Da geht es um geistliche Leiter, geht es aber auch um natürliche Leiter, Chefs und so weiter. Und sage ich ja immer wieder, diese fruchtbringenden Leiden, manchmal wirst du beschnitten. Als ich eine Lehre gemacht habe, ich hatte einen guten Chef. Und ich habe immer versucht, dem Chef auch alles richtig zu machen. Ich habe versucht, ihm zu entlasten, wo es nur ging, zu helfen, wo ich ging. Und es war wirklich,
man wird dann auch anders vom Chef behandelt. Man kriegt Belohnungen. Als ich dann mit meiner Lehre fertig war, dann hat er zum Beispiel gesagt, er muss mit mir sprechen. Und dann hat er mich abgeholt an einem freien Tag, am Montag, hat gesagt, ich soll mir den Tag frei nehmen. Auf einmal fährt er mit seinem Auto mit mir nach München und sagt, er will mir ein Geschenk machen für die Abschlussprüfung, habe mich eingekleidet, habe neue Kleider bekommen, und dann hat er mich ganz piekfein zum Essen ausgeführt und sagt dann, er würde mich gern als Gesellin übernehmen. Und das war, wo ich gedacht habe, wow, das war eine Ehre. Aber er wusste auch, ich habe eine zuverlässige Mitarbeiterin bekommen, auf die kann ich mich verlassen. Die mault nicht, die wiegelt nicht die Leute auf oder irgendwas. Und das ist es einfach, wo Gott uns erzählt, egal wo du bist, an deinem Arbeitsplatz, zu Hause oder wo auch immer eine Autorität ist, in deiner Gemeinde. Und ich glaube, da passt eben auch wieder dieser Römervers gut rein, wenn du dich nicht fürchten möchtest. Gott hat Autoritäten eingegeben. Und auch beim Paulus, ich glaube, das war der Paulus, ja. Da finden wir auch eine Stelle, wow, die fand ich auch sehr interessant, in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 23. Vers 1, da ist der Paulus vom Hohen Rat. Da sah Paulus den Hohen Rat eindringlich an und sprach, ihr Männer und Brüder, ich habe mein Leben mit allen guten Gewissen vor Gott geführt bis zu diesem Tag. Aber der Hohepriester Ananias befahl den Umstehenden, ihn auf den Mund zu schlagen. Da sprach Paulus zu ihm, Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Also Paulus auf gut Deutsch hat eine draufgekriegt auf seinen Mund vom Hohepriester. Also das waren die, ne, die ganz Heiligsten der Heiligsten. Und dann kriegt er eine drauf und Paulus sagt zu ihm, Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Du sitzt da, um mich zu richten nach dem Gesetz und befiehlst mich zu schlagen gegen das Gesetz. Und die Umstehenden aber sprachen, schmähst du den Hohepriester Gottes? Und jetzt pass auf, da sprach Paulus, ich wusste nicht, ihr Brüder, dass er der Hohepriester ist. Denn es steht geschrieben, über einen Obersten deines Volkes sollst du nichts Böses reden. Paulus wusste nicht, zu wem er da gesagt hat, du getünchte Wand. Und Paulus hatte vielleicht auch recht, dass er sich gedacht hat, du getünchte Wand. Aber es war nicht in Ordnung, dass er es gesagt hat. Da aber Paulus wusste, dass der Teil aus Sadduzäern und der andere Teil aus Pharisäern bestand, rief er die Ratsversammlung hinein, ihr Männer und Brüder, ich bin ein Pharisäer und der Sohn eines Pharisäers. Wegen der Hoffnung auf die Auferstehung der Toten werde ich gerichtet. Ja. Aber da können wir was lernen von. Und manchmal ist es besser, den Mund zu halten, oder sich die Lippen zuzukneifen. Ich habe neulich auch zu einer lieben Schwester gesagt. Und ich verstehe das, weil ich bin auch so jemand. Ich bin so gerechtigkeitsliebend. Aber ich lerne immer mehr, meinen Mund zu halten und Gott für mich kämpfen zu lassen. Und das macht er auch. Ist eine alte Geschichte, aber ich erzähle sie trotzdem. Ich und der Marc waren mal im Café.
in der Bäckerei. Und dann stehen wir so an, draußen war herrlichstes Wetter und ganz viele Menschen irgendwo, man konnte auch draußen sitzen. Und dann sitzen wir so da, gehen rein, Selbstbedienung, bestellen uns was, wollen uns was bestellen, stehen ewig lang an der Schlange an. Und dann wäre ich endlich dran gewesen, kommt nicht eine und drängelt sich vor. Und na, dann... Am liebsten hätte ich so, ey, so. Und dann habe ich gedacht, okay, du kämpfst für mich, lieber Gott. Ich halte jetzt meinen Mund. Habe mich ja aufgeregt, also so ist es nicht. Aber ich habe meinen Mund gehalten. Naja, dann kommen wir dran und dann gehen wir raus, sitzen da draußen, sitzen dann in der Sonne und so weiter. Und die Dame, die sich Kuchen und Kakao oder irgendwie so bestellt hat, sitzt halt dann auch irgendwo am Tisch weiter weg von uns und irgendwann geht sie auf Toilette und dann kommen wirklich ungelogen, ich weiß gar nicht, 10, 20 Vögel daher, setzen sich auf diesen Tisch und fressen den ganzen Kuchen. Das hat mir dann auch wieder leid getan eigentlich. Hat mir echt irgendwie so. Aber da habe ich wieder gemerkt, hey Gott, kämpf für uns. Der lässt sich das nicht bieten, wenn wir übervorteilt werden, wenn uns jemand irgendwie. Und umso mehr wir wissen, hey, ich bin ruhig. Ich halte im Stille sein, heißt es auch, im Stille sein. Wir können ruhig sein. Und Gott wird es für uns richten. Wir haben dann sogar für die Frau gebetet. Na? Aber das sind so Dinge, wo wir immer mehr auf ihn vertrauen. Und so hat es der Josef gemacht. Ihm ist so viel passiert. Und das werden wir noch hinkommen. Er wurde von ganz unten bis ganz oben erhöht. Und wir sind es geistlich, wir sind eine neue Schöpfung und so weiter. Aber in der Seele und in unserem Wandel werden wir gewaschen. Und es ist nicht immer dieses, oh, manchmal ist es wirklich so. Und ich habe ein Temperament, ich habe das. Und es gebraucht auch Gott einfach in bestimmten Situationen. Aber wir lernen immer mehr damit umzugehen. Einmal da war auch der Marc irgendwie da und da haben sich die Nachbarn so aufgeregt und ich war auch schon wieder so, den zeige ich es jetzt. Und dann kurz vor der Tür sagt was, nein, nein, nein. Du bist ruhig. Ich habe meinen Mund gehalten und bin wieder hoch. Okay. Bin dann wieder hochgegangen. Marc hat wahrscheinlich auch gebetet irgendwie, dass er nichts irgendwie, weil da die haben mir da einen netten, bösen Brief geschrieben irgendwie. Aber das hat nicht lange gedauert. Dann sind diese Leute wieder ausgezogen. Wir brauchen nicht. Wir können, und wenn wir das umso mehr entspannt können wir sein und wissen, okay, Gott ist für mich. Ich habe noch eine Stelle mir rausgesucht im Philipperbrief. Philipper 2, wo ist er denn? Also heute Mittag war er noch in meiner Bibel drin. Ah, da ist er.
Philipper 2,19. Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit ich auch ermutigt wäre, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Denn sie suchen alle das Ihre und nicht das, was Christus Jesu ist. Wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mir gedient hat am Evangelium. Also wenn man denkt, boah, der Paulus, und jeder wäre wahrscheinlich dem Paulus gefolgt, weil der war ja so gesalbt und so weiter. Das stimmt nicht. Weil Paulus hat dann auch mal, alle haben mich verlassen. Alle. Alle haben ihn verlassen. Obwohl er einer der gesalbtesten ist, den wir in der Bibel kennen. Aber er hatte jemanden gefunden, auf den er sich verlassen konnte. Und das ist, was Gott auch sucht. Im Endeffekt, wenn sich Paulus auf den Timotheus verlassen konnte, dann heißt es auf gut Deutsch, dass Gott sich auf ihn verlassen konnte. Er wusste, hey, den kann ich gebrauchen. Der wird nicht auf sich selber und selbstsüchtig, das alles bei ihm, sondern ihm ist es wichtig, wie es um die Herrensache steht. Und nach solchen Leuten guckt der Herr. Nicht, wer jetzt einen Posten bekommt oder was auch immer. Ich habe auch immer gesagt, mir ist es echt egal. Und das sehe ich auch, dass die größten Leiter die größten Diener sind. Das ist so. Egal, wenn wir hier in der Gemeinde, wenn ich irgendwo zu Hause, wenn ich ein Essen mache oder was auch immer, wisst ihr, wer die Erste, die mit mir in der Küche steht? Das ist die Marilyn. Die arbeitet, die hat einen Job, die macht, was weiß ich, alles in der Gemeinde, aber ist die Erste, die an der Spüle steht. Und deswegen ist sie auch eine Leiterin. Und nach solchen Leuten sucht der Herr, die nicht irgendwo einen Posten haben wollen. Ich will Apostel, wen spielst du? Oder ich bin der Evangelist und du der Prophet oder so. Wisst ihr, es ist doch egal. Es ist doch egal, was man macht. Es ist doch wurscht, ob man im Königreich, wenn es ums drum geht. Ich war auch mal, der Marc war in den Philippinen. Und ich habe auf das Kind, auf dem Haus, aufs Auto und alles aufgepasst. Und ich hatte einen Friseurladen, war Friseurmeisterin und so weiter. Kein Mann ist mit mir klargekommen, weil ich die Hosen immer anhatte. So. Und ich hatte auch keine Lust zu. Und wenn ich Hunger hatte, dann bin ich halt essen gegangen. So war es halt. Und naja, und dann bin ich da bei Marc im Haus, er ist in den Philippinen und ich war am Kochen und ich war am Putzen und ich war am Aufräumen und am Ausmisten und dann Tag für Tag irgendwie und Haushalt und irgendeines Tages stehe ich so an der Spülmaschine und räume sie wieder ein und aus und dann Kind wieder und so. Und dann habe ich mir gedacht, ach, Herr, kennt ihr das? Oh Gott. Ich, Friseurmeisterin, bin jetzt, hab dann auch mal gepostet auf Facebook, ihr dürft mich Martha nennen. War nicht mehr die Maria, ne? Die bei Jesus oder sonst was, war nur am Arbeiten. Tag und Nacht, wirklich, Tag und Nacht, gell, Martin? Und als ich dann eben so vor Marks Spülmaschine stand und so ein wenig in meinem Jammerflow gekommen bin, dann kam der Martin und dann haben wir Livestream angeschaut. Und dann sind
keine Ahnung, wie viele Tausende von Menschen da gestanden, haben den Herrn gepriesen. Dann kam die Predigt. Die Salbung war nicht nur in den Philippinen, die Salbung war bei uns zu Hause. Dann wurden Teenager, das war taubstumm, glaube ich, ne? Taubstumm, geheilt. Andere wurden geheilt. Und dann sagt der Herr zu mir, und weil du treu hier deine Arbeit machst, kann der Apostel auf Reisen gehen und mein Königreich wird gebaut. Und dann dachte ich, wow, weil ich immer gesagt habe, Herr, ich will, dass dein Königreich gebaut wird, egal was ich mache. Und wenn ich am Prediger die Schuhe putze, da habe ich nicht nur die Schuhe geputzt, ich habe das ganze Haus geputzt. Also es war nicht so schmutzig oder so, aber ich habe mich halt gut drum gekümmert. Ne? Aber das hat mich so berührt, weil ich wusste, hey, ist doch wurscht, ist doch egal, was du tust, ob du Klo putzt oder predigst. Aber wenn ich nicht auf das Kind und auf das Haus nicht aufgepasst hätte, hätte es vielleicht jemand anders gemacht. Aber hätte er nicht fahren können. Und so habe ich erkannt, wow. Und da konnte ich dann auch einfach sehen, hey, der Herr sieht ja, was ich tue. Der Herr, ich tue es ja für den Herrn. Und dann hat mich das auch angespornt, das top zu machen. Und aus meinem Jammerflow da rauszugehen. Und natürlich, wo ich auch sage, ich habe Gaben bekommen, ich habe auch Visionen, ich bin nicht ewig die Martha oder irgendwas, aber ich hätte mir auch damals zu der Zeit nie träumen lassen, dass ich überhaupt mal Pastorin werde oder dass ich habe mich auch nicht danach ausgestreckt, alle wollten den Mark Irwin heiraten, ich wollte es eigentlich gar nicht, aber der Herr wusste, hey, die hat sich bewährt, weil die weder aufs Geld aus ist, noch auf irgendeinen Titel, selbst in meinem Friseurladen, wenn Leute gedacht haben, so, bist du der Lehrling? Das war mir egal. Ich wusste, wer ich bin. Ich wusste, wer ich bin. Und ich musste niemand werden, auch weder im Natürlichen noch im Reich Gottes. Ich weiß, wer ich vor Gott bin. Und deswegen hat er mir auch anvertraut, einfach, wo er weiß, hey, die Frau kann es schaffen, die Frau eines Predigers zu sein. Weil das ist nicht nur der Traum von Prinzessinnen, sondern das ist Arbeit, Leute. Halleluja. Ja, wir haben noch Zeit. Gehen wir zum Josef zurück. Und obwohl sie ihm Tag und Nacht, Tag für Tag zuredete, hörte er doch nicht auf sie, dass er sich zu ihr gelegt oder sich an ihr vergangen hätte. Manchmal versucht der Teufel alles, um dich rumzukriegen, um dich vom Herrn wegzubringen. Er versucht alles und manchmal täglich. Aber es heißt, widersteht ihm, dann wird er fliehen, widersteht dem Teufel, dann wird er davonrennen. Und schluckt nicht alles gleich irgendwie. Ich habe, ganz junger Christ war ich auch, dann kam so mein Vorstellungstraummann daher. Damals wisst ihr auch, ne, ich wollte immer lange Haare. Ich habe gesagt, wenn ich mal heirate, dann den Mann bis Haaren bis zum Hintern, der Schifferklavier spielen kann. Aber, und auf einmal kommt ein Typ daher, eben genau wie ich mir ihn gebacken hätte. Und dann dachte ich, oh, das ist Gott. Der ist von Gott, weil das habe ich mir ja immer erträumt. Und der Herr kennt meine Wünsche. Und aber es war nicht Gott. Und das ist wichtig, wenn genau das, was du dir vielleicht schon immer gewünscht hast, prüf alles erstmal, bevor du ins nächste Loch fällst. Und wir kommen immer wieder aus dem Loch raus, aber dass wir erstmal nicht gleich so, oh, Blick. Ja. Auch wenn er alles probiert. Und manchmal an deinem schwächsten Punkt. Ist es so?
An deinem schwächsten Punkt. Genau an deinem schwächsten Punkt. Und meistens, wenn du vorwärts gehst, wenn du gerade in deine Berufung kommst oder irgendwie, dann kommt er daher und hält der Würstel hin. Ne? So, ne? Oder eben die Frau im roten Kleid und so. Es geschah aber an einem solchen Tag, als er ins Haus kam, um seine Arbeit zu tun und niemand von den Leuten des Hauses anwesend war. Und manchmal merke ich auch immer wieder, Weisheit ist angesagt. Weisheit. Wisst ihr, zum Beispiel, das ist nicht irgendwo, dass wir jetzt sagen, es ist einfach, wenn du als Mann, vielleicht ein Single-Mann, ja, hab mir mal einer erzählt, ja, ich kümmere mich ein bisschen, Gott hat mir gesagt, um die alleinstehenden Frauen oder so, dann war das auch nicht Gott. Sondern dann verdrehst du ihnen den Kopf, sie sehen die Salbung und verlieben sich aber in dich. Zum Beispiel. Also es ist Weisheit angesagt. Oder wenn du hier dann abends noch irgendwo, keine Ahnung, nachts um 11 oder ne, mit Frau und Mann hier alleine sind, kommst ganz schnell ins Gerede. Also, und da ist es auch so. Der war allein im Haus, die Frau war allein im Haus. Und manchmal müssen wir einfach weise sein. Was wir sagen, was wir tun, wie wir wandeln. Ich habe Geschichten gehört, also jetzt so von Amerika oder so, wo bewusst Frauen losgeschickt worden sind, um manche Männer Gottes zu Fall zu bringen. Und deswegen ist es wichtig. Und da wäre es auch für ihn wichtig gewesen, dass er da nicht alleine mit dieser Frau im Haus bleibt. Aber war halt so, es war niemand von den Leuten des Anwesens da, wenn er schon auch der Aufseher ist, wisst ihr? Er hat ja alles Sagen gehabt. Er hätte delegieren können, hey, ne, da bleibt einer da oder so. Also wir lernen aus der Geschichte. Dass sie ihn bei seinen Obergewand ergriff und sprach, lege dich zu mir. Er aber ließ das Obergewand an ihrer Hand und floh und lief hinaus. Moment. Im 1. Korinther, 1. Korinther 6, 18, flieht die Unzucht, renn weg, flieht vor der Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Als sie nun sah, dass das Obergewand in ihrer Hand gelassen und entflohen war, da rief sie die Leute ihres Hauses herbei und sprach zu ihnen, seht, er hat uns den Hebräer ins Haus gebracht, damit er Mutwillen mit uns treibt. Er kam zu mir herein, um bei mir zu liegen. Ich aber habe aus Leibeskräften geschrien. Der Teufel heißt, ist der Vater der Lüge. Er lügt und lügt und lügt. Und da hat er in dem Fall, hat sie in dem Fall gelogen, weil das stimmt ja gar nicht. Genau. Und damit machen wir jetzt Schluss. wir machen Viertelstunde Pause. 20.15 Uhr geht es weiter mit Mark Irwin, Pastor Mark. Englisch, Deutsch, bleibt da, bleibt dran, bis gleich.